herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockey-Magazin hier bei uns auf FS1. Ein Oldies und zwei Nachwuchsspieler haben wir im Programm und das sind die Themen. Freundschaftsspiel, die Zeller Oldies gewannen gegen die Eisbären aus Beckau. U11 Landesliga, die Zeller Eisbären mussten sich gegen die Kitzbüheler Adler geschlagen geben und Eis U12 Bundesliga, die Eisbullen setzten sich gegen die Altersgenossen des VSV mit einem ziemlich eindeutigen Ergebnis durch. Wir beginnen gleich mit den Zeller Oldies, denn die spielten ja am vergangenen Samstag in der Zeller Eishalle ein Freundschaftsspiel gegen die Eisbären aus Beckau. Das Ganze mit einem klaren und eindeutigen Ergebnis. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Beim Spiel der Zeller Oldies gegen die Eisbären aus Beckau zunächst einmal die in Gelb spielenden Gastgeber Buck. Neuer Versuch. Rückpass. Schöner Versuch, aber es bringt nichts ein. Es bleibt falls man nur. Jetzt wieder. Herrliche Kontermöglichkeit. Zeller Oldies tanken sich durch, aber der Puck geht dieses Mal vorbei. Bleiben allerdings in der Angriffszone. Konnte sich der Goalie der Gäste auszeichnen. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schöne Aktion. Schuss. Und da, erster Treffer, herrlich herausgespielt. Jetzt wieder. Pass. Und weiterer Treffer. Hier hat der Goalie der Gäste sich zwar sehr schön eingesetzt, aber nicht wirklich in Funken einer Abwehrchance. Nächster Versuch. Schöner Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert, sollte abziehen. Und auch dieses Mal landete der Puck im Tor. Da wäre es halt wichtig, wenn man als Goalie auf den Stürmer geht und versucht, selbigen die Chance zu nehmen. Dann das zweite Drittel. Die Eisbären aus Beckau sind zunächst am Puck. Gut aufgepasst, der Goalie steht dort, wo er zu stehen hat. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Gute Kontermöglichkeit. Aber der Puck geht vorbei. Jetzt wieder Schuss. Und herrliche Parade des Beckauer Goalies. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Es steht, wie wir im Hintergrund sehen, 6:0 für die Zeller Oldies. Neuer Pass. Schöner Versuch. Die Zeller Oldies sind an der Scheibe, fahren einen sehenswerten Konterschuss und Tor, ein Tor, gut abgewehrt vom Goalie, der sehr eine gute Leistung abbot und hier einen schönen Einsatz zeigte. Jetzt wieder die Oldies, der Puck geht vorbei und im Nachhinein betrachtet konnte der Goalie auch wieder eine gute Parade zeigen. Jetzt wieder Schuss, gut aufgepasst, neuerlicher Versuch, aber es bringt auch da nichts ein. Jetzt wieder Pass, Kontermöglichkeit, Schuss, gut abgewehrt vom Goalie der Zeller Oldies, Nachschuss und geht nicht ein. Jetzt wieder, wir befinden uns bereits im Schlussdrittel. Neuerlicher Versuch. Rückpass. Und da ist der erste Treffer für die Gäste aus Beckau. War aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Keine wirkliche Gefahr für das Tor, der Gastgeber. Nachschuss. Weiter einen Treffer.
Gut aufgepasst, dieses Mal vom Zeller Goalie. Jetzt wieder Schuss. Nachschuss, gut aufgepasst. Immer noch die Zeller Oldies. Nachschuss, aber es bringt auch da nicht wirklich etwas ein. Pass, gute Aktion. Kontermöglichkeit. Aber es tut sich nichts mehr. Die Gastgeber gewinnen mit 14 zu 5 in dieser Begegnung. 14 zu 5, so lautete also das letzten Endes sehr eindeutige Endergebnis in einer klaren Begegnung, bei der die Zeller Oldies zeigten, dass sie das Eishockeyspielen noch nicht verlernt hatten. Herrliche Tore waren zu sehen und auch der Goalie konnte bei einigen Angriffen sein Können unter Beweis stellen. Alles in allem eine interessante Partie. Wir bleiben gleich in der Zeller Eishalle, kommen allerdings zu der U12-Mannschaft des EK Zell am See. Die Zeller Eisbären bestritten gleich im Anschluss das Nachbarschaftsderby gegen den EC Kitzbühel und da verlief das Spiel wesentlich knapper. Mehr dazu im Folgenden. Im Spiel zwischen der U12-Mannschaft der Zeller Eisbären und dem EC Kitzbühel zunächst einmal die in Weiß spielenden Adler am Puck befinden sich in ihrer Angriffszone hinter dem Zeller Tor, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder die Gäste. Gute Aktion, werden hier nicht attackiert. Nachschuss und Tor. 0 zu 1, keine Chance für den Zeller Goalie da irgendetwas zu machen. Die Gäste gehen in dieser Phase durchaus patent in Führung. Dann wieder ein neuer Versuch. Herrliche Kontermöglichkeit. Schuss. Und Tor. Ausgleich zum 1 zu 1. Herrlich gemacht. Und der Puck landete im Tor. Hätte man als Goalie durchaus halten können. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Gäste können den Puck nicht im Tor unterbringen. Geht vorbei, aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Wieder die Gäste im Angriff. Neuer Versuch der Zeller Eisbären. Schuss! Und Nachschuss. Irgendwie ging der Puck ins Tor, war vielleicht nicht so erkennbar. Aber jedenfalls die Entführung für die Gastgeber. Dann das zweite Drittel. Schöner Versuch. Pass. Gut aufgepasst. Aber der Puck geht nicht ins Tor der Eisbären. Hier noch einige ihrer Konter. Pass. Die Gäste aus dem Tirol können sich die Scheibe zurückerobern. Neuerlicher Versuch. Pass und es bringt vorerst nichts ein. Schuss und Tor! Herrlich gemacht von den Zeller Eisbären, die jetzt zeigen, dass sie auch sehr gut im Tore schießen sind. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann allerdings wieder die Gastgeber. Schöne Aktion. Schuss. Waren nicht im Tor, wie man hier erkennen kann, aber dennoch zeigten die Eisbären in dieser Phase durchaus sehenswertes Eishockey. Dann der Schlussdrittel. Es gibt Bulli vor dem Tor der Gäste. Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Zunächst können sich die Gäste die Scheibe zurückerobern. Alles natürlich in der Angriffszone. Schuss und Tor. Waren nicht ganz unhaltbar, wie ich finde, aber die Gäste erzielen einen Treffer. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Viel zu sehr weit weg. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Und ich denke, als Goalie wäre es halt wichtig, in dieser Phase auf den Mann zu gehen und ihm die Chance zu nehmen. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns in der Schlussphase. Gute Aktion, aber es tut sich nichts mehr wirklich. Die Gäste verdienen. Gewinnen knapp, aber verdient mit 6 zu 5
in dieser spannenden Begegnung. 5:6. So lautete das knappe Endergebnis in einer Begegnung, die sehr spannend verlief und bei der die Führung mehrmals wechselte. Letzten Endes setzten sich allerdings die Gäste aus Kitzbühel durch und auf jeden Fall war der Sieg aufgrund des Spielverlaufes nicht ganz unverdient. Von Zell am See machen wir jetzt einen großen Sprung in die Salzburger Eisarena, denn dort fand in der U12-Bundesliga das Spiel Red Bull Salzburg gegen den VSV statt. Auch da gab es ein ziemlich eindeutiges Ergebnis und mehr dazu darf ich euch im folgenden Beitrag bringen. Beim U12-Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen den VSV zunächst die im Blau spielenden Gäste am Puck. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Die Salzburger Eisbullen übernehmen das Kommando, versuchen es über die rechte Seite mit einer schönen Aktion, der allerdings sehr gut von der Verteidigung gelungen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Aber auch dieses Mal zeichnete sich der Goalie des VSV auch mit einer schönen Parade aus. Jetzt wieder. Die Salzburger bleiben am Drücker. Neuerlicher Versuch. Pass. Und jetzt Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor! 1:0. Herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Villacher Goalie und die Salzburger konnten schon im ersten Drittel in Führung gehen. Dann das zweite Drittel. Wieder ein neuer Versuch, gut aufgepasst vom Goalie der Gäste, der in diesem Spiel eine ausgezeichnete Leistung bot und somit einige Chancen der Salzburger zunichte machte. Jetzt wieder ein Pass, Schuss, abgewehrt und jetzt wieder. Schöne Aktion. Der Villacher SV startet einen Konter, wird hier nicht attackiert. Neuerlicher Versuch, aber gut aufgepasst, der Puck geht nicht in Richtung Tor der Gastgeber. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Vielleicht jetzt. Pass, gut aufgepasst von der Abwehr der Villacher, die den Puck vom eigenen Tor wegbringen. Jetzt wieder ein Angriff der Gäste. Tankt sich durch, auch dieses Mal kein Offside-Schuss und abgewehrt. Herrlich gemacht, auch vom Salzburger Goalie, der in dieser Phase wieder. Und es geht hin und her in dieser interessanten Begegnung. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Erneuter Angriff der Gäste. Zieht ab und abgewehrt. Auch das war nicht so einfach, wie es aussah. Ein neuer Versuch der Gäste. Auch eine sehr häufige Szene an diesem Nachmittag. Jetzt wieder die Salzburger. Aber auch da bringt es nichts ein. Dann wieder ein neuer Rückpass. Gute Aktion. Zieht ab. Abgewehrt. Schöne Parade des Gäste-Goalies. Kann man auch das eine sehr gute Leistung. Jetzt wieder das Salz ist im Angriff. Pass. Immer noch die Salzburger im Angriff. Schuss. Bringt allerdings vorerst nicht wirklich sein. Und jetzt ein Treffer. Herrlich gemacht. Irgendwie ging der Puck ins Tor. Der Jubel natürlich groß. Und ein weiterer. Ja, und die Salzburger setzen nach. Gute Aktion in der neutralen Zone. Wieder eine Kontermöglichkeit. Pass, Schuss, abgewehrt und jetzt wieder. Allerdings können die Salzburger diese Partie für sich entscheiden und dieser Sieg ist absolut. Soweit also das Ergebnis aus der U12-Bundesliga zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem VSV, das die Gastgeber, wie wir gesehen haben, sehr eindeutig für sich entscheiden konnten. Mit diesem erfreulichen Endergebnis sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung Powerplay angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wünsche euch allseits noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer
Markus Dorn.